Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang. Ja, aber nicht zu Drakensang an sich, weil das haben wir in der letzten Folge beendet, sondern habe ich jetzt hoffentlich die Mod Das Auge der Göttin installiert. Und wir gucken uns mal diese Mod an, die mir von einigen Leuten in den Kommentaren empfohlen wurde. Also, ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Außer der Beschreibung, dass wir uns so 20 bis 30 Stunden durchprügeln werden. Mit über 200 neuen Quests, so 200 neuen vertonten Dialogen. Ja, und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt genau machen muss. Ob ich jetzt den Save laden muss, den ich gemacht habe, oder ob es hier irgendwie irgendwas anderes gibt. Aber ich schätze mal, ich muss den Save laden. Ich habe diesen Mod-Save angelegt. Den musste ich nämlich auswählen am Anfang. Ja. Also, wenn ich hier das Menü mir so ansehe, scheint die Installation geklappt zu haben. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich auf Weiter oder auf Spiel laden klicken muss. Probieren wir mal weiter. Was ich dann machen muss. Erst kommen Missing Sachen. Okay, sieht schon mal so aus, als ob das das Falsche war. Das war nämlich, da hat er nämlich wahrscheinlich einfach den Spiel fortsetzen Stand geladen. Ich muss, glaube ich, wirklich den hier laden. So, es ist die Frage, was ich tun muss. Muss ich nochmal Malkora besiegen? Das können wir überspringen. Das heißt, wir besiegen nochmal Malkora und gucken, was passiert. Wenn nicht, bin ich überfordert. Okay, Malgora. Mein Atem geht ruhig. Alauyam, Aldrasso. Malgora ist halt Malgora. So, jetzt stehen Skelette Ich auf. versuche mein Bestes. Schön hinter mir bleiben. Folgt mir, Vorrat. So, hau die Skelette um, Frau Grimm. Okay, da wurde Lennis gerade von einem Skelett niedergemacht. Ob das so gut ist? Oh, Gladys lebt wieder, netterweise, nach der Cutscene. Bei meiner Asche. Ja, sprich, Freund. Okay, Gladys brennt, das ist nicht so gut. Ha, Candidus. Ei, Mafia. Na klar. So, jetzt kommen wieder Skelette. Lass das mal Vorgrimm machen.
mein Leben. Dieses Mal mit Armbrüsten. Für Ardo. Ja. Folgt mir. Komm schon. Arquas, mein Atem Garkai. Okay, die tun auch. Übelst weh, die Skelette. Ja. Sturm über Wassern. Na klar. Attacke. Phorax. Lass das mal Vorgrim machen. Ja! So, wir sollen noch auf das Skelett losgehen. Für Ardo. Nee, du darfst da drauf hauen. Du haust auf mein Bora ein. Okay. Magora hat sich geportet. Komm schon. Ich hoffe echt, ich mache das gerade richtig. Alles klar. Aufgepasst. So. Soll ich schleichen? Ihr beide wieder weg von ihr. Ja. Ein Schwert, ein Bock. So, jetzt ist mein Bohr gleich platt. Okay, die Skelettmagier. Die habe ich nicht in Erinnerung. Also. Irgendwas ist anders an diesem Kampf, definitiv. So, Magora ist tot. Arthur frisst den Karfunkel. Überspringen wir das Ganze mal. Ja, Berg Drachensang ist abgeschlossen. Thronsaal von Murolosch. Also wir werden in den Thronsaal zurückgebracht. Wir sind euch zu tiefem Dank verpflichtet. Nur euch ist es zu verdanken, dass das Übel auf dem Berg Drachensang vernichtet wurde. Es war ein Kampf, den ich niemals vergessen werde. Magora war in Wirklichkeit ein scheußiges Abbild einer Drachenkreatur. Es hat unser Feind das Können verlangt, um dieses dreiköpfige Monster zu bezwingen. Und aller Dank muss jedoch Magister Rakorium gelten, denn nur dank seiner Forschung ist es gelungen, den Seelenstein Umbrakurs wiederzubeleben. Und damit ist das Gleichgewicht auf Dere wiederhergestellt. Meine Forschungen. Habe ich es euch nicht immer gesagt? Die Welt wird staunen. Also ja, man muss es zugutehalten. Sie haben versucht, alles zu vertonen. Auch wenn jetzt die Stimmen anders klingen, aber dann gewöhnt man sich sicher. Auch wenn ich Meister Rakorius Originalstimme besser finde, natürlich. Ihr seht mich zutiefst beeindruckt. Seid gewiss, dass eure Taten unvergessen bleiben werden. Ich kann mich den Worten meines Vaters nur anschließen. Euer Name wird noch lange in den Hallen Muroloschs zu hören sein. Hahaha, auf jeden Fall ist dies ein Ereignis, das man gebührlich feiern sollte. Sicher wollt ihr jetzt erst einmal zurück in euer Anwesen und euch erholen. Aber seid versichert, dass ihr hier in Murolosch immer mehr als willkommen sein werdet. Okay, ich danke euch. Bevor ihr geht, nehmt bitte dieses Geschenk. Es ist nicht viel gemessen an euren Taten, aber vielleicht wird es euch bei euren zukünftigen Abenteuern nützlich sein. Lebt wohl. Ich mache mich dann auch mal auf den Weg. Nottel wartet bestimmt schon auf mich. Ich habe da etwas sehr Interessantes entdeckt, das, erforscht werden will. Okay, sie stellen wenigstens Rakorium gut dar und wir haben mächtiger Ring des Lebens. Plus 10 Leben, plus 10 Lebensregeneration. Ich versuche mein Bestes. Ja, den geben wir vor, Grimm.
Okay, erster neuer Gegenstand. Und wir haben, wenn ich richtig gelesen habe, ja, Auge des Drachen und Thesis-Kristall. Und da geht Meister Rakorium von dannen. Gut, habt ihr noch was zu sagen? Nein, mit denen können wir gar nicht mehr reden. Da seid ihr ja wieder. Wie kann ich euch helfen? Gehabt euch wohl, okay. Also ja, geschlossen. Der Drackensang. So hat sie sich Malgora das Ende ihres Wirkens sicher nicht vorgestellt. Umbrakur ist erneut erwacht und Agrakur besiegt. Die Welt kann wieder auf eine frohe Zukunft hoffen. Mhm. Berg der Entscheidung. Aldakur ist besiegt, es lebe Umbrakur. So stirbt mit dem einen das Schlechte, während an seiner Stadt das Gute wiedergeboren wird. Aventurien ist gerettet. Karfunkelhöhle. Kaum glaubte man, dass Adamantens Herz in Sicherheit, wurde es auch schon wieder vom Bösen eingenommen. In verborgener Gestalt waltete Malgora, um den Karfunkel des Umbrakur an sich zu nehmen und ihn für ihre finsteren Machenschaften zunutze zu machen. Jetzt, da das Böse seine Pläne wieder vorantreiben kann, breitet sich ein dunkler Schatten über Aventurien und es ist längst nicht gewiss, ob die Sonne ihn je wieder durchbrechen wird. Mhm. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Ach ja, die neue Quest. Kehrt zum Anwesen zurück. Nachdem auf dem Berg Drackensang und in Murlosch alles wieder in Ordnung ist, sollte ich in mein Anwesen im Ferdok zurückkehren. Wollt ihr den Thronsaal verlassen? Ja, lasst mich hinaus. Ich werde euch hinausgeleiten. Also die alten Sachen haben sie jetzt nicht vertont. Wahrscheinlich haben sie hauptsächlich die neuen Sachen vertont. Was dann vielleicht ein bisschen komisch wirkt, aber auch in Ordnung ist. So, der Ausgang ist genau auf der anderen Seite. Also gehen wir am besten hier runter, querfeldein und drüben wieder hoch. Ja, ich glaube, sie haben auch was am Max-Level gedreht, dass das Max-Level 22 ist. Grundwert plus Stufe plus 3 und von Talenten auf Grundwert plus 2 mal Stufe plus 3. Also ja, wir können Schwerter um eins steigern. Sind damit auf Maximum. Können wir hier was steigern, was wichtig wäre? Die Sachen hier. Oh, das können wir sogar weit steigern. Ja, als nächstes ist bei uns Körperkraft dran. Wobei Leben auch wichtig ist. Bei dir Leben... Ja, Attribute haben wir bei ihm gemaxt. Das ist auch gemaxt. Das heißt, ah ja, das können wir noch steigern. Dann kriegt er noch eine Intuition mal, dass er da auf 14 ist. Hier scheint alles gemaxt zu sein. Bogen ist auch gemaxt. Zaubermäßig können wir Konstitution noch steigern. Armatrutz ist auf Max. Clarum Purum auf Max. Gewandtheit 1 höher ist immer nicht schlecht. Bei ihr. Den Ignifaxius höher erhöhen. Das ist auf Max. Burumbarum und Armatrutz sind auch auf Max. Also ein Punkt Charisma und... Astralenergie erhöhen. Und ein bisschen mehr Konstitution könnte sie auch vertragen.
So. Dann heißt es zurück zu unserem Anwesen. Ich mach mal ein Quicksave hier, sicher ist sicher.